Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute möchte ich mit euch über das Thema Fluoretten reden. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich habe bereits ein Video darüber gemacht, Fluorid in Zahnpasta. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut da auch mal rein, das ist sehr interessant. Und heute möchte ich mit euch über das Thema Fluoretten reden, also Fluoridtabletten, die Kinder bekommen zur Kariesvorbeugung. Und früher war es so, dass fast jedes Kind Fluoretten bekommen hat und mittlerweile ist der Gedanke aber eigentlich überholt. Also man geht mittlerweile davon aus, dass Fluoretten nichts bringen, dass also die systemische Gabe, die orale Gabe, also die Einnahme von Fluorid, das in den Körper gelangt, nicht den gleichen Effekt hat wie Fluorid in Zahnpasta, was direkt auf den Zähnen eingerieben wird. Also Fluorid in Zahnpasta bringt definitiv was. Da ist meine Empfehlung auch ganz klar, was ja, ja zu Fluorid in Zahnpasta. Bei Fluoretten, was eben in den Körper gelangt, hat man mittlerweile herausgefunden, dass es eigentlich keine Wirkung mehr auf die Zähne hat. Nun ist das aber auch so ein bisschen umstritten, das ganze Thema. Also es gibt nach wie vor Kinderärzte und auch Kinderzahnärzte, die Fluoretten verschreiben. Das ist mir bewusst. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo man nicht für die Allgemeinheit sprechen kann, wo es nicht in 100% der Fälle die eine Meinung gibt, sondern es gibt, denke ich, schon auch Ausnahmen, wo Fluoretten was bringen. Also ich unterschreibe nicht den Gedanken, dass Fluoretten überhaupt gar nichts bringen. Aber ich glaube, dass der Effekt so gering ist, dass man darauf verzichten kann. Und dass wir auch so über die Nahrung und übers Wasser genug Fluorid aufnehmen, dass wir Fluoretten nicht mehr brauchen. Und mal abgesehen davon, dass es vermutlich nichts bringt, habt ihr einen extrem hässlichen Nebeneffekt. Wenn nämlich zu viel Fluorid systemisch gegeben wird, also in Form von Tabletten, dann könnt ihr oder können die Kinder weiße Flecken auf den Zähnen bekommen. Und das sieht extrem hässlich aus und man kriegt das auch eigentlich nicht wieder weg. Und dadurch wäge ich einfach so ein bisschen ab, dieser Nebeneffekt, der auftreten kann und dass es eigentlich wahrscheinlich nichts bringt und die Zahnpasta, die mit Fluorid angereichert ist, viel wichtiger ist als diese Fluoretten und sowieso die Mundhygiene, also wie ihr eure Zähne putzt und die Zahnzwischenräume pflegt, nochmal tausendmal wichtiger ist als die Zahnpasta an sich. Also da kann ich gerne auch nochmal ein Video drüber machen, aber das Zähneputzen und die Zahnpflege an sich ist nochmal viel wichtiger als die Zahnpasta, die ihr verwendet. Und aufgrund dieser ganzen Überlegungen würde ich euch dafür abraten, Fluoretten zu nehmen. Aber wie gesagt, im Einzelfall muss man es nochmal individuell abschätzen. Das ist so meine Meinung dazu. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch damit helfen konnte. Gebt mir gerne mal euer Feedback, schreibt unten in die Kommentare. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.